Salvete Discipoli. Mann, ist das laut. Bei mir dudelt schon die ganze Zeit. Die Musik von Before We Leave in die Ohren. Das ist unglaublich. Aber sehr entspannend, sehr entspannend. Ich wünsche euch einen wunderschönen Pfingstsonntag. Schön, dass ihr dabei seid heute beim Professorenstream. Das Wetter bei uns ist ziemlich durchwachsen. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Mahlzeit in die Runde, schreibt Xag. Xag, grüß dich. Was gibt's denn Leckeres? Gibt's Pfingstochse? Oder was gibt's bei dir? Weil du Mahlzeit schreibst. Ja, also wir werden jetzt eine Spaßstunde machen. Und da werden wir Before We Leave spielen. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt, tatsächlich. Ich wollte mir ja mal ganz kurz einen Überblick verschaffen, bevor wir uns heute hier zusammentreffen, aber ich habe es natürlich nicht geschafft. Und wir werden die Einführung einfach zusammenspielen. Und dann, ja, schauen wir mal, ob es uns Spaß macht. Und ich denke mal so 15 Uhr bis 15.30 Uhr spätestens gehen wir dann rüber nach Stellaris. Da haben wir einiges heute zu tun. Und es wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Aber vorher wird spannend mit Before We Leave. Also, Reisen, grüß dich, hallo, schönen Nachmittag. Bei Xag ist es auch durchwachsen. Die Frage ist jetzt, ist das Wetter durchwachsen, Xag? Oder ist dein Ochsenfilet durchwachsen? Weil dein Ochsenfilet kann ja auch durchwachsen sein. Ein Pfingstochse sozusagen. Wunderbar, ja. Meine Haare sind heute ein bisschen aufgeplustert, aber das macht gar nichts. Das passt ja sehr gut auch zum heutigen Pfingstsonntag, denke ich mal. Ja, das Wetter ist durchwachsen, na super. Bei uns ist Sonne pur, sagt Ryzen. Ja, Ryzen kommt aus Thüringen. Das weiß ich. Davor zwar Wolken und darunter Regen, aber sonst geht's. Okay, verstehe. Ja, ist doch toll, wenn man so viel Sonnenschein hat und muss halt nur durch die Wolken durchgucken, ne? So ist es. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Wunderbar. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal rüber ins Spiel, weil ich weiß überhaupt nicht, wie das läuft und wie schnell wir ins Spiel reinkommen. Xag hat mit Fladrea angefangen. Ah, okay. Sehr schön, dann wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Lesen. Wer es nicht weiß, Fladrea ist mein Roman oder einer meiner Romane. Das Artefakt der Fladrea heißt er insgesamt. Mehr Infos auf meinem YouTube-Kanal oder auf meiner Homepage findet ihr in der Info, die Links. So, ich gehe mal rüber zum Spiel. Und dann hört auch ihr mal diese grandiose, entspannende, aber doch etwas auftreibende Musik. Aber ihr seht kein Bild. Tja, das war vorhin schon so. Passt mal auf. Ich habe da letztes Mal was geklickt. Ja, jetzt kommt das Bild. Genau. Gefällt mir bisher sehr gut und habe mir dann schon mal den zweiten Band besorgt. Ui, okay, sehr schön. Ja, das freut mich. Wie weit bist du denn ungefähr, Xag? Wenn es dir bisher sehr gut gefällt, kann es ja sein, dass du nur zwei Seiten gelesen hast und die ersten zwei Seiten gefallen dir gut. Oder bist du schon weitergekommen? Also hier seht ihr schon mal ein schönes ländliches Idyll. Before We Leave ist im Moment relativ angesagtes Spiel. Deswegen spielen wir es auch in der Spaßstunde. Die Spaßstunde ist extra dafür da, so kleine angesagte Spiele mal zwischen rein zu spielen. Das letzte Spiel war ja Loop Hero, das wir gespielt haben. Jetzt spielen wir Before We Leave. Und man muss da, glaube ich, also man hat die Erde ist teilweise irgendwie so ein bisschen, verschmutzt und man muss da eine neue Zivilisation aufbauen, so habe ich das verstanden. Etwas über 300 Seiten, hat Xag schon gelesen, ja, da bist du ja schon weit über die Hälfte, ja, super, wunderbar. Ja, wir müssen jetzt erstmal die Einführung hier spielen, weil ich absolut keinen Plan habe. Vor langer Zeit zog sich die Menschheit in den unterirdischen Bunker zurück, um einer Katastrophe von galaktischem Ausmaß zu entkommen. Das erinnert mich irgendwie an Endzone. Erst Jahrhunderte später, als die Ursache dieses Unheils bereits in Vergessenheit geraten war, traute sich die Menschheit wieder an die Oberfläche. Ihr bleiben nur noch wenige Überbleibsel ihrer Vergangenheit und ihres einstigen Wissens. Und so beginnt sie aufs Neue mit dem Aufbau einer Zivilisation auf einem neugeborenen Planeten. Na, da bin ich immer gespannt, was uns hier erwartet. Grundlegende Steuerung. Endlich ist es soweit. Nach einer ewig anmutenden Zeit kommen deine Bürger aus ihrem unterirdischen Schutzraum wieder an die Oberfläche. Halte die rechte Maustaste gedrückt, um dich in deiner neuen Heimat zu bewegen und zoome mit der mittleren Maustaste hinein und heraus. Ja. Okay, also rechts. Und mit dem Mausrad zoomen wir, ist klar. Dorf errichten. Geben wir deinen Bürgern ein Zuhause, indem wir Straßen und Hütten bauen. Alle Gebäude müssen an einer bestehenden Straße platziert werden. Soweit eigentlich so logisch. Wenn du mit dem Platzieren fertig bist, kannst du das gewählte Gebäude mit einem Rechtsklick abwählen. Tipp, du kannst die Kamera und den Pfeiltasten... Okay, ja.
So, hier unten sind irgendwie unsere Pops wahrscheinlich. Bringe Bürger unter und hier haben wir Straßen. Okay, wir sollen erstmal eine Straße bauen. Wir sollen 3 Hütten bauen und 3 Straßen. Was ist denn das hier? Das ist Schrott, glaube ich, ne? Das ist ein altes Schiff. Das ist irgendwie Atommüll. Ah ja, ja, wir bauen mal hier 3 Straßen. Komm. So. Ach, die sind dann hier so verbunden. Okay. Das war jetzt vielleicht nicht so schlau, aber gut. Mit Q und E können wir drehen oder indem wir das Mausrad gedrückt halten. Ja. Geht es dann wieder zurück auf die Ursprungsding? Nein. War nur gar nicht so leicht, den zweiten Band zu bekommen. Die Buchhandlung konnten die nicht bestellen. Hab dann im Internet gescannt und konnte das Buch dann direkt beim Verlag bestellen. Ja, 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 ja. Das Buch ist auch nicht mehr so leicht erhältlich. Ich habe auch noch ein paar da. Also, wer das Buch haben möchte, kann es auch bei mir direkt bestellen. Hättest du auch machen können, gesagt, dann hätte ich dir vielleicht sogar noch. Also, ich hätte dir auf jeden Fall dann noch eine Widmung reinschreiben können. Aber jetzt ist es schon zu spät, in Anführungszeichen. Ist auch nicht schlimm, wenn du es beim Verlag bestellst. So. Gut, jetzt haben wir 3 Straßen gebaut. Jetzt müssen wir Häuser bauen. Wo können wir Häuser bauen? Hier. Hütte. Ein Ort, in dem deine Bürger leben können, bietet Lagerraum für Nahrung und Getränke, von denen sie sich ernähren können. Und Bürger, die noch keine Arbeit haben oder nicht genug zum Essen oder Trinken bekommen können, warten hier. Aha. Hier sieht man, das braucht 2 Holz, dauert 5 Sekunden und belegt eine Kachel. Und die Nahrung und das Trinken bekommen dann die Bürger. Ja, das macht Sinn. Okay. Wir sollen 3 bauen. Ich würde mal sagen, wir bauen die mal da drüben hin. 1 und vielleicht hier 1 und hier 1. So. Wenn ich das gewusst hätte, sagt. Ja, bin dann gespannt, ob und wann der dritte Teil kommt. Oh, da bin ich auch schon sehr gespannt. Ich arbeite dran. Im Moment arbeite ich aber an meinem DSA-Roman. Der hat Vorrang. Weil für den habe ich nämlich einen Verlag. Für den dritten Pladrea-Band habe ich noch keinen Verlag. So, dort Dorf errichten. Klasse, der Schutzraum produziert zwar langsam Nahrung und Wasser, aber du brauchst mehr und zwar schnell. Dann sollen wir einen Brunnen bauen, wahrscheinlich. Aha, hier, ja. Einen Brunnen liefert Wasser. Verbraucht 2 Steine. Da oben ist das, was wir haben. Wir haben genau 2 Steine. Okay. Ja, wo soll man denn einen Brunnen hinbauen? Vielleicht hier mal hier so zwischen die Häuserchen. Dann kommen wir aber hier mit der Straße nicht mehr durch. Das ist auch nicht so gut. Ich baue mal den Brunnen hier hin. So. Und dann sollen wir tatsächlich noch ein Kartoffelfeld bauen. Hier werden Kartoffeln angebaut. Es darf nicht an eine Radioaktivität angrenzen, offensichtlich. Bonus oder Abzug auf Regenwald, je nach Menge des verbleibenden Waldes. Dieses Gebäude kann durch wechselnde Wetterbedingungen beeinflusst werden. Aha, Bonus oder Abzug auf Regenwald. Ja, was denn jetzt? Boni durch benachbarte Unterkünfte und ein Bonus durch benachbarten Brunnen und durch benachbarte Felder. Okay, also bauen wir mal 1. Dann wäre es doch hier eigentlich ganz gut, weil hier haben wir den Brunnen und die Unterkunft, aber hier können wir nicht bauen, weil hier keine Straße ist. Ich verstehe. Aha. Dann bauen wir doch nochmal eine Straße. Hier so lang. Und dann müssen wir doch hier das Feld hinbauen können. Ist doch gar nicht so blöd, oder? Bonus plus 10% durch das Haus und plus 10% durch den Brunnen. Ja, hört sich doch gut an. Hast du bei BookTube schon erzählt? Ja, das ist leider so, genau. Wäre eigentlich die Print-on-Demand-Variante eine Möglichkeit, wenn man keinen Verlag hat? Ja, das ist schon möglich, aber das ist nicht so, auch nicht so das Gelbe vom Ei. Als unbekannter Autor wird man halt da auch nicht gefunden. Ich habe ja eine Print-on-Demand-Buchreihe, die heißt Lamania, also sozusagen eine Selbstverleger-Buchreihe. Und die wird so gut wie überhaupt nicht gekauft, weil es kennt die ja keiner. Wer gibt denn bei Amazon zufällig Dominik Schmeller ein? Kein Mensch. Deswegen schwierig. Also mit selbst die etablierten Autoren beschweren sich teilweise bei Selbstverlag, dass sie zu wenig Bücher verkaufen. Das ist halt doch ein Unterschied. Und man hat wesentlich mehr Arbeit. Man hat auch mehr Gewinn, weil man natürlich dem Verlag nichts abgeben muss. Ein Verlag bekommt ja in der Regel über 90% der Einnahmen. Hat natürlich auch die Ausgaben, aber trotzdem im Prinzip. So, was sind denn das hier eigentlich? Das sind Ruinen, so wie es ausschaut, ne? Uralte, riesige Überbleibsel. Aha. So, wir sollen 2 Kartoffelfelder bauen. Okay, dann bauen wir doch noch 2. Problem ist, hier ist so eine uralte Technik. Die müssten wir eigentlich irgendwie loswerden. Damit wir hier nochmal ein Feld hinbauen können. Dann würde ich sagen, wir bauen das zweite Feld einfach hier unten hin.
Da kriegen wir zwar keinen Bonus, aber doch, wir kriegen einen Bonus, weil ein zweites Feld daneben ist. Das ist doch auch nicht schlecht. Schauen wir mal ganz kurz. Genau, wir kommen immer plus 2 durch das zweite Feld. Der Mantikow Core Verlag übernimmt den dritten Band nicht mehr. Das erzähle ich mal, würde ich sagen, im Bookdate. Erinnere mich da mal dran, weil das ist eine längere Geschichte. Das passt, das wird jetzt hier bis in den Rahmen sprengen, denke ich mal. Also wir können gerne mal über die Flatria und ihre Geschichte im Bookdate sprechen. Da passt es besser hin. Jetzt musst du eine Holzfällerhütte errichten, um Baumaterialien zu erhalten. Platziere sie in der Nähe von Bäumen, damit du schneller an Holz kommst. Aha, eine Holzfällerhütte in der Nähe von Bäumen. Das schaut mir nach Regenwald aus, oder? Nee, das ist ein ganz normaler Wald. Okay, dann wäre hier doch eigentlich gar nicht schlecht. Dann bauen wir doch mal Straßen hier hinter und bauen dort eine Holzfällerhütte hin. Da. Hier, dort, dort. Ja. Alles klar, also nun dann zum Stream. Ja, wir sind nicht böse gemeint, aber ich denke mir, bevor ich jetzt hier eine halbe Stunde lang über meine Bücher rede, das passt im Booktet einfach besser. So, Nahrungs- und Getränkeressourcen auf der Insel. Aha, aha, die Happiness. Habe ich auch nicht böse aufgenommen. Ja, super. Dorf errichten. Nun brauchen deine Bürger Hilfe, um die Überlebensstrategien ihrer Vorfahren neu zu erlernen. Bau eine Entdeckerhütte, um Gegenstände aus Haufen uralter Technik zu sammeln. Aha, aha. Da können wir diese Haufen mal wegbekommen. Und errichte eine Bibliothek. Na gut. Also, eine Entdeckerhütte. Erzeugt Forschen durch das Sammeln und Verarbeiten uralter Technik. Das haben wir ja hier zum Beispiel. Entdecker werden durch Bewegungseinschränkungen wenig beeinträchtigt. Weniger beeinträchtigt. Jetzt brauchen wir 4 Holz und 3 Werkzeuge. Da haben wir noch einiges. Und dann haben wir hier die Bibliothek. Hier werden neue Erfindungen mithilfe des Wissens uralter Zivilisationen erforscht. Aha, also wir sammeln mit der Entdeckerhütte die Überbleibsel und in der Bibliothek werden sie dann sozusagen analysiert. Du kannst nur eine Bibliothek pro Insel bauen. Die meisten Gebäude können nur auf einer Insel errichtet werden, auf der sich bereits eine Bibliothek befindet. Aha. So, die Entdeckerhütte würde ich ganz gerne, glaube ich, hier hinten hinbauen. Ich drehe hier immer blöderweise. Entschuldigung. Also, die würde ich gerne hier hinten hinbauen, weil hier ja auch dieses Ding ist. Ja, und hier sind ja auch noch Überbleibsel, ne? Ich weiß nicht, ob die da überhaupt hochkommen. Hier haben wir auch noch Überbleibsel, zerstörtes Schiff. Da sind auch Überbleibsel. Was ist denn das? Das ist auch ein Überbleibsel. Wofür ist dieser Knopf? Umwandler. Oder auch, wir können sie auch hier hinbauen. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, weil hier haben wir ja auch viele Überbleibsel. Das machen wir mal. Komm. Wir bauen die Entdeckerhütte mal dorthin. So. Und die Bibliothek. Die braucht 4 Holz und 3 Werkzeuge. Das haben wir auch noch. Die können wir vielleicht mal hier hinbauen. So. Erinnert wegen dieser Kacheltechnik ein wenig an Dorfromantik. Ja, ja, ich glaube, das schlägt auch in dieselbe Kerbe. Deswegen ist es auch relativ beliebt geworden. Es ist aber von der Spielmechanik, glaube ich, anders. Weil bei Dorfromantik brauchst du ja neue Kacheln hin und versuchst, möglichst viele Punkte zu bekommen. Und hier sind die Kacheln schon fertig und du musst sie bebauen. Das ist also so eher mehr in Richtung Civilization, würde ich sagen. Außer, dass du keine Zivilisation aufbaust. Aber so ein bisschen, und keine Kriege, glaube ich, führst. Aber so ein bisschen in die Richtung geht das schon. Oder hast mit deinem letzten Stein in den Brunnen gebaut. Und jetzt benötigt die Bibliothek mehr. Lass uns das in Ordnung bringen. Ah, wir haben keine Steine mehr. Zertrümme mit dem Abrisswerkzeug einige Felsen, um Steine für den Bau zu gewinnen. Wähle das Abrisswerkzeug und klicke auf die Felsen, die du entfernen möchtest. Felsen zu zertrümmern ist harte Arbeit. Du musst also ein wenig warten, bis deine Bürger damit fertig sind. Aha, also hier haben wir das Abrissding. Dann reißen wir doch mal hier hinten ab. Da laufen sie schon hin. Ein bisschen näher. Die hat ja gar kein Gesicht. Sehe ich gerade. Dorf errichten. Super, jetzt haben wir die Steine, die wir brauchen. Du kannst auch Wälder mit Hilfe der Abrissfunktion roden. Aber anders als Wälder, in denen der Holzfäller arbeitet, wachsen abgerissene Wälder nicht nach. Reiße also nur so viele Wälder ab, wie nötig ist, um Platz zum Bauen zu schaffen. Kleiner Tipp, wenn du neue Straßen legst oder Dinge abreißt, kannst du klicken oder ziehen, um eine lange Straße zu bauen oder ein Gebiet abzureißen. Das spart ordentlich Zeit. Ja, das hört sich gut an. So, das ist der Entdecker hier. Schau mal, die laufen hier hinter und sammeln sich dieses alte Zeug hier ein und bringen das in die Entdeckerhütte. Und daraus machen sie Wissenspunkte, offensichtlich grüne Wissenspunkte. Und hier haben wir die Bibliothek, aber die braucht noch Steine. Die braucht noch ein paar Steine, damit sie gebaut werden kann. Da bin ich mal gespannt.
Hier gibt es eine Zeitleiste. Okay, normales Tempo, doppeltes Tempo, volle Kraft voraus. Verstehe. So, Dorf errichten. Das Dorf steht jetzt. Wir können uns also größeren Zielen zuwenden. Wir werden jetzt mit einem Schiff die Welt erkunden. Ei! Um ein Schiff zu bauen, benötigst du unter anderem mehr Werkzeuge. In der Nähe befindet sich ein uraltes Metallgebilde, das der Legende nach ein Ding in ein anderes verwandeln kann. Vielleicht hilft das. Aha. Oh. Holz in Werkzeuge. Ja, wir haben 14 Holz. Da fehlt uns noch ein Holz. Und dann kriegen wir 5 Werkzeuge. Verstehe. Aber Holz sollte ja hier der Holzfäller sammeln, ne? Aus diesen Wäldern. Kein Lagerplatz. Das ist natürlich schade. Dafür ist die Bibliothek jetzt fertig. Wir haben schon 7 grüne Forschungspunkte. Ja, ich traue mich jetzt da nicht draufklicken. Das wird dann schon noch kommen. Okay, hier wird gerade umgewandelt. Es fehlt nur noch ein bisschen Holz. 12 von 15 haben wir schon. Jetzt haben wir 14 von 15. Das heißt, ein Holz fehlt noch. Da laufen sie schon. Unsere kleinen... Ah, der hat jetzt ein Holz geholt. Sehr schön. Jetzt läuft er dorthin. Und jetzt wird hier... Ui, das ist aber mal eine schöne Animation. Jetzt wird hier Werkzeug produziert. Uraltes Wissen erlangen. Es ist Zeit zu büffeln. Deine Bürger können nun die Bibliothek benutzen und sollten erforschen, wie man Steine und andere Mineralien sammelt, damit sie das Schiff reparieren können. Ja, da hinten ist das Schiff. Aber zuerst solltest du dir die Steuerung des Spieltempos ansehen. Ja, das ist, glaube ich, klar. Ja, ich kann schneller und langsamer machen. Das ist... ist doch logisch. Also, mein Gott. Stein ist eine wichtige Ressource, die in den Bergen der Hochebenen abgebaut werden muss. Aber dazu musst du erst hinaufkommen. Erforsche Aufzüge und baue dann einen an der Felswand. Okay, machen wir. Wir erforschen die Aufzüge. Ui, das ist ein sehr schöner Tech-Tree hier. Ach, relativ groß. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet für dieses kleine Spiel. Das Spiel kostet so um die 14, 15 Euro oder so bei Steam. Ich habe es, glaube ich, im Sale gekauft. Das war letzte Woche. Für 14 Euro oder sowas. Aufzüge brauchen 5 grüne Forschungspunkte. Wir haben 16 Forschungspunkte. Also können wir das wunderbar erforschen. Ist das dann sofort erforscht? Nee, das dauert natürlich ein bisschen. Verstehe. Ja, die Musik ist entspannend. Ja, das soll alles zusammen soll es ja ein entspannendes Spiel sein. Deswegen, ja, brauchen wir uns auch nicht jetzt in Hektik verstricken. Die Werkzeuge sind fertig, oder sie werden gerade produziert, sie werden abgeholt wahrscheinlich. Und erst müssen die abgeholt werden, damit wir das nochmal neu machen können, denke ich mal. So, da haben wir die Aufzüge erforscht. Platziere deinen Aufzug an einem Ort, von dem aus du einen großen Bereich der Hochebene erreichen kannst. Und der dir Zugang zu den Bergen und den rostenden Kolossen dort oben gewährt. Auch Aufzüge müssen an einer Straße errichtet werden. Also denke daran, eine Straße zu der Stelle zu bauen, an der du sie platzieren willst. Vergiss nicht, mehr Werkzeug mit dem Umwandler herzustellen, wenn sie dir ausgehen. Ja. Wo wäre denn ein guter Platz? Ich finde, hier wäre eigentlich ein ganz guter Platz. Hier unten. Ja, das wäre doch gar nicht schlecht. Dann könnte man dann darüber laufen. Andere Möglichkeit wäre auch hier. Da müssten wir hier noch eine Straße bauen. Finde ich eigentlich sogar noch besser. Okay. Bauen wir hier mal die Straße. Also wir können ja ziehen, genau. So, dann können wir hier den Aufzug bauen. Dorthin, genau. Super. Wie viel Stein braucht denn der? Der braucht 4 Holz und 3 Werkzeuge. Haben wir noch, ne? Genau, haben wir noch. Wunderbar. Da könntest du die Musik ein wenig leiser machen. Sie ist lauter als du. Ja, dann mache ich das leiser. Kein Problem. Vielen Dank für den Hinweis. Ich muss mal gucken, wie komme ich ins Menü. Hier. Musiklautstärke. Mache alles ein bisschen leiser. So. Im Moment hört man keine Musik. Das wäre eine Ahnung. Sag dann einfach Bescheid, wenn die Musik wieder anfängt. Ob es besser geworden ist. Das Hochland ist jetzt zugänglich, also überleg dir, wie du deine Bürger dazu bringen kannst, Stein abzubauen. Wie, wir sollen unsere Bürger dazu bringen? Na, hier ist doch Stein. Felsen, Zerstörung gewährt 3 Steine. Ja, hier, bitteschön. Da brauchen wir offensichtlich keine Straßen erstmal, weil wir hier nichts bauen wollen, sondern die laufen einfach nur hier und holen das Zeug. Stimmt, wir haben keine Steine mehr. Und wir brauchen wahrscheinlich Steine für das Schiff.
Du kannst dir alle Nachrichten und Aufgaben aus der Einführung im Einführungsverlauf ansehen. Diesen findest du im Pausenmenü. Du kannst auch dann zugreifen, wenn du gerade nicht die Einführung spielst. Pausenmenü. Hinweisverlauf. Ist das das Pausenmenü? Ich weiß es nicht. Das ist doch das Pausenmenü, oder? Einführungsverlauf. Hier, da kann man sich's anschauen. Okay. Also wenn man nochmal einen Tipp braucht. Wir sollen jetzt den Bergbau erforschen. Ermöglicht den Bau von Steinbrüchen, die Stein produzieren. Aha, das sollten wir uns überlegen. Jetzt verstehe ich es. Steinbrüche erhöhen die Verschmutzung der umliegenden Kacheln, wodurch die Bürger, die darauf laufen, je nach Stärke der Verschmutzung Zufriedenheit erhalten. Na, von mir aus. Wo brauche ich den Steinbruch dann hin? Hier auf den Felsen oder eher hier? Das wird sich noch zeigen. So, diese Kolosse hier werden wahrscheinlich auch von unserer Expedition abgetragen. Ne? Die laufen da schon fleißig hin und her. Wunderbar, sind aber auch alle grün. Alles grüne Forschung, die wir hier bekommen. Überall grüne Forschung, na gut. Erforsche Bergbau in der Bibliothek, da steht es ja auch. Mensch, hätte ich nochmal aufgepasst. Und ich denke mir, können wir das nochmal so? Ja, wir können das nochmal einstellen und noch ein paar mehr Werkzeuge bauen. Weil Holz bauen wir ja eh ab. Hier. Genau. Ein bisschen mehr Werkzeug ist sicherlich nicht schlecht. Brauchen wir bestimmt, um das Schiff zu reparieren. Und hier gibt es Nahrung. Kartoffeln. Sehr schön. Minus 67%. Warum? Keine Bürger. Aha. Sie erhalten Zufriedenheit durch Verschmutzung. Das ist auch interessant. Ja, ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler. Sie verlieren wahrscheinlich Zufriedenheit durch Verschmutzung. Sonst wäre das irgendwie sehr unlogisch. Es ist Zeit, einen Steinbruch zu errichten. Wichtig, der Steinbruch muss neben einem Berg und an einer Straße gebaut werden. Es kann also sein, dass du eine Straße von deinem Aufzug zu dem Berg bauen musst, von dem du abbauen willst. Das ist doch kein Berg, das ist ein altes Gebäude. Der Steinbruch ist auch ein Gebäude, das seine Umgebung verschmutzt. Verschmutzung wirkt sich darauf aus, wie zufrieden deine Bürger sind und wie effizient sie arbeiten. Wähle mit Bedacht, wo du Gebäude platzierst, die ihre Umgebung verschmutzen. Okay. Also, ja, da das ja, ich würde sagen, wir bauen einfach mal hier eine Straße und fangen dann direkt hier mit dem Steinbruch an. Hier kommt dann die Verschmutzung, okay. Ja, wenn wir den hier hinbauen, dann haben wir alle drei, oder beziehungsweise diese beiden Dinger da. Wenn wir den hier hinbauen, dann nicht. Ja, wir bauen den mal da gleich direkt hin. Glaube ich gar nicht schlecht. So, was hast du für ein Problem? Die benötigten Ressourcen sind... Okay. Achso, die benötigten Ressourcen. Ja, es war wahrscheinlich nicht genug Holz da. Aber das wird ja gerade gesammelt. Dieser Aufzug ist wirklich eine lustige Geschichte. Schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen näher an. Da kommt er gerade. Jetzt fährt der Aufzug gleich wieder hoch. Wir tauschen den Platz und... Ach, ist echt lustig. Wusstest du, dass Wälder langsam die Verschmutzung angrenzender Kacheln entfernen? Nee, wusste ich nicht. Jetzt weiß ich das. Vielen Dank. Aha, kann ich auch Wälder platzieren? Im Moment haben wir Verschmutzung hier so außenrum. Ja, das passt aber, glaube ich. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen schneller. Damit sich da mal was rührt. Ah, hier wurde wieder Werkzeug gebaut. Sehr gut. Jetzt sollte das Holz wieder frei werden, damit wir es hier unten hinbringen können. Ja, jetzt ist es frei geworden. So, super. Werkzeuge herstellen. Deine Bürger bauen jetzt Steine ab. Du bist also auf dem besten Weg, die Segel zu setzen und neues Land zu entdecken. Bevor es dazu kommt, musst du aber erst uralte Geräte reparieren, um das alte Schiff an der Küste seetüchtig zu machen. Ja, gucken wir doch mal. Das müssen wir erforschen, ne? Wahrscheinlich, genau. Reparatur. 20 Punkte. Wir haben 44. Ist also kein Problem. Erforschen wir. Da sieht man auch immer sehr schön, wie das dann abläuft. Ohne dass man aufs Gebäude klicken muss, finde ich schön gemacht. Hier ist ein Loch. Na gut. Erstmal folgendes produziert Stein. Wir haben den ersten Stein produziert tatsächlich. Ja, wir haben Stein abgebaut, ne? Aber wir haben ihn noch nicht produziert. Da ist auch noch Stein. Den möchte ich auch noch, glaube ich, ganz gern abbauen hier. Um das frei zu machen, weil da können wir vielleicht hier noch zwei Häuser hinbauen. Wenn wir möchten. Wenn wir möchten. So, der Wald hier. Das dauert auch ein bisschen, bis der nachwächst, glaube ich. Ihr seht, ne, der hat schon irgendwie relativ viel abgebaut. Hier auch. Der hier ist noch voll. So, jetzt forschen wir mal ein bisschen schneller hier. So.
Werkzeuge herstellen. Ausgezeichnet, die Reparatur des Schiffs wird eine Menge Bürger und Ressourcen erfordern. Vergrößere die Zahl deiner Bürger, nicht die Zahl der Bürger, damit die Arbeit schneller vonstatten geht. Okay. Wusstest du, dass deine Gebäude Vor- und Nachteile erhalten, je nachdem, was neben ihnen steht? Zum Beispiel können Hütten, die neben einer anderen Hütte stehen, mehr Bürger beherbergen, aber ein Brunnen, der neben so einer Hütte steht, wird langsamer Wasser produzieren. Ich dachte, das wäre besonders gut, wenn der Brunnen da steht. Naja, egal. Wenn du ein Gebäude platzierst, siehst du in der Vorschau alle potenziellen Boni. Die spezifischen Boni für ein Gebäude werden aufgelistet, wenn du ein bereits gebautes Gebäude klickst. Okay. Ja, wir hatten ja schon gesagt, wo wir Häuser hinbauen wollen. Deswegen werde ich das jetzt auch machen. Hier ein Haus und hier ein Haus. Und wenn mich nicht alles täuscht, bekommen ja die Kartoffelfelder Boni, wenn Häuser neben ihnen sind. Und da ja die beiden Häuser hier stehen, werden sie wiederum Boni den Kartoffelfeldern geben. Das sollte doch eigentlich ganz gut dann zusammenpassen. Die brauchen 2 Holz. Ja, das ist kein Problem. Da kommen sie auch schon. So, hat sich da was getan, was den Bonus angeht? Ich glaube nicht, ne? Da wird aber auch immer nur erst nur ein Haus angezeigt, obwohl es ja eigentlich schon 2 sind. Ne, 3 sogar, bei dem Kartoffelfeld. Aber ich denke mal, das zählt nur einmal. Also es zählen nicht 3 Häuser dreimal so viel, sondern es zählt einfach nur der Bonus für das Haus. Ja. Denke ich mal. So interpretiere ich das jetzt gerade. Auf mich zentrieren, abreißen, nächste Gebäude des Typs. Gebäude aktiv, hohe Priorität, niedrige Priorität und normale Priorität. Okay, macht Sinn. 25 Bürger sollen wir haben. Im Moment haben wir 17. Das heißt, wir brauchen noch mehr Häuser. Dann bauen wir doch noch mehr Häuser. Kein Problem. Ich finde, hier würden noch ganz gut 2 Häuser hinpassen. Und dann bauen wir hier noch eins hin. So. Und eigentlich können wir auch hier noch ein Haus hinbauen. Ja. So. Was ist das hier für ein Schild? Einblenden. Einblendungen. Keine Ahnung. So, hier kommen die Häuser. Jawohl, jawohl. Jetzt haben wir schon 25 mögliche Bewohner. Wir müssen jetzt warten, dass die sich füllen, die Häuser. Ja, das dauert natürlich. Ich mach mal schneller. Jetzt kommt die Musik wieder. Passt es jetzt besser mit der Musik? Wow, deine Bürger häufen... Ah ja, wir haben 25, sehr gut. Häufen jede Menge Materialien an. Lass uns ein Lagerhaus erforschen und bauen, damit wir diese überschüssigen Ressourcen lagern können. Der Bau eines Lagerhauses erfordert 2 Kacheln. Aha. Ja, dann erforschen wir nochmal ein Lagerhaus. Lagerhaus. Bitte erforscht. Das ist, glaube ich, alles grüne Forschung hier, oder? Das heißt, andersfarbige Forschungen haben eigene Forschungsbäume. Kann das sein? Wird irgendwie Sinn machen, ne? Hier ist aber auch grün. Oder ist das nur Zufall, dass hier halt 2 Büsche sind? Das soll gar nicht grün sein. Keine Ahnung. Prima, dezent im Hintergrund. Wunderbar. Dann habe ich den richtigen Sweet Spot erwischt. So, ein Lagerhaus haben wir erforscht. Braucht 2 Felder, genau das sehen wir hier. Und braucht 8 Holz und 4 Werkzeuge. Werkzeuge haben wir noch genug. Ja, das Problem ist, wir haben nirgends 2 Felder nebeneinander, ne? Hier wäre doch ganz gut. Da wollte ich eventuell noch eine Straße hinbauen. Hier finde ich es gut. Ja, hier finde ich es gut, weil da wollte ich eh nicht hoch. Ja, doch, da bauen wir es hin. Da bauen wir das Lagerhaus hin. Super. Perfekt. Ist ein bisschen mittelalterlich gerade die Musik. So, ihr seht, der Wald ist wieder ein bisschen gewachsen. Das ist eigentlich schon sehr cool gemacht. Muss ich sagen. Und die Grafik gefällt mir auch sehr gut. Ich finde es ein bisschen blöd, dass ich das doch. Also, dass die Kugel, auf der wir uns hier drehen, so klein ist. Aber vielleicht ist es auch nur im Tutorial so. Weil die Krümmung ist schon ziemlich ausgeprägt, ne? Habe ich übrigens bei YouTube gesehen, da hat einer ein Video hochgeladen, der sich relativ viel mit Civilization beschäftigt. Und der hat gemeint, es könnte ja sein, dass das nächste Civilization, also Civilization 7, dann auch so ausschaut hier in so einer dreidimensionalen Hexfeld-Geschichte. Könnte sein, ja. Ist möglich.
Wähle die Ressourcen aus, die du in deinem Lagerhaus aufbewahren möchtest. Lagerhäuser haben nur begrenzt Platz. Ja, das ist typisch für Lagerhäuser. Je mehr Arten von Ressourcen du lagerst, desto weniger Platz hast du für jede Art. Ja, ich weiß gar nicht, was wir machen wollen. Wir sollen 3 Ressourcen auswählen. Naja, also ich würde halt mal sagen, Stein und Kartoffeln. Achso, wir sollen die 3 nehmen. Na gut, dann nehmen wir die 3. Bald kannst du das Schiff reparieren. Du brauchst eine bessere Quelle für Werkzeuge als den Umwandler. Es ist an der Zeit, im Hochland nach Eisen zu suchen. Okay, wir sollen Eisen suchen. Ja, hier ist Eisen. Erforsche die Metallverarbeitung. Machen wir. Nee. Hier wollte ich hin. Metallverarbeitung kostet 20 Punkte. Wir haben 66, also kein Thema. Natürlich produziert das auch wieder Verschmutzung, die Metallverarbeitung. Und dann können wir eine Eisenmine neben einen rostenden Koloss stellen. Da ist ein rostender Koloss, ja. Habe ich hier oben auch und deswegen denke ich mir, wir werden hier die Eisenmine stellen. Dann können wir schon mal die Straße da hinbauen. Und dann hier die Eisenmine hinbauen. Das ist doch eigentlich eine super Geschichte. Haben wir es mal schon durch? Nein. Dann mache ich wieder ein bisschen schneller. Kann ich auch auf 3 drücken? Ne, das ist da unten. Okay. Wenn ich auf Plus drücke, ja, auf Plus geht schneller, okay. So, wir haben die Forschung durch und können jetzt die Eisenmine bauen. Wusstest du, dass auf der Karte eines ausgewählten Gebäudes mit den Reglern oben die Priorität? Ja, wissen wir schon. Haben wir schon entdeckt, vielen Dank. So, die Eisenmine macht Verschmutzung, ja, das ist klar. Die macht jetzt Verschmutzung in diesem Gebiet. Wir können es uns nochmal angucken. Also auch hier unten. Aber dieser Wald sollte dieses Gebiet ja irgendwie entschmutzen, oder? Das haben wir ja. Wälder reduzieren die Verschmutzung um sie herum. Leicht. Das ist ja gar nicht so schlecht. Auf der Karte eines Gebäudes, das Arbeiter benötigt, kannst du mit einem Klick auf das kleine Vorhängeschloss-Symbol unter den Arbeitsplätzen einige Plätze sperren, sodass weniger Arbeiter dort arbeiten. Schloss-Symbol hier unten. Aha. Aha. Ja, dann arbeitet keiner mehr hier. Und jetzt arbeitet wieder einer hier. Okay, verstehe. Super. Dann bauen wir Eisen ab, aber da müssen wir doch bestimmt noch eine Werkzeugschmiede bauen oder sowas. Weil nur weil wir Eisen abbauen, haben wir ja noch lange noch keine Werkzeuge. Da müssen wir natürlich, da gibt es ja diesen Spruch, ne? Wer A sagt, muss auch B sagen. Das heißt also, wer Werkzeuge abbaut, muss auch Eisen abbaut, muss auch Werkzeuge produzieren. Würde ich mal sagen. Ja, wir haben eine Eisenmine gebaut. Ach nee, die ist noch nicht gebaut. Die ist noch nicht gebaut. Deshalb dauert das noch. Dann machen wir mal. Ja, wir brauchen hier Stein und Werkzeug. Wir haben nicht mehr so viel Werkzeug, sehe ich gerade. Dann müssen wir den Umwandler doch nochmal bemühen. Holz haben wir nämlich genug. Jetzt wird die Eisenmine gebaut, sehr schön. Um das Eisen zu Werkzeugen zu verarbeiten, benötigst du ein Eisenwerk und eine Werkzeugschmiede, also gleich 2 Gebäude. Ui. Das sind spezielle Gebäude, die Strom benötigen. Zum Glück haben deine Bürger ein altes Kraftwerk in der Nähe des Dorfes gefunden. Repariere das zerstörte Kraftwerk und baue dann ein Eisenwerk und eine Werkzeugschmiede. Bis alles steht, musst du weiterhin Werkzeuge mit dem Umwandler herstellen. Ja, wie kann man denn die reparieren? Das hier ist das Reparieren-Tool. Ne, das ist das Eisenwerk und die Werkzeugschmiede. Wie können wir das reparieren? Hier, reparieren. Kostet 2 Werkzeug. Na gut, dass wir gerade den Umwandler aktiviert haben und ein bisschen Werkzeug jetzt gleich kriegen. Ja, dann können wir auch schon mal hier diese Steine dort abholen, weil dann können wir nämlich da auch was hinbauen. Ich würde nämlich ganz gerne hier, glaube ich, nochmal eine Straße bauen. Oder hier eine Straße bauen. Irgendwie wollte ich ganz gerne nochmal eine Straße bauen, auf jeden Fall. Und dieses Gebiet hier hinten auch nochmal mit anzuschließen. Wie ist es denn am schlausten? Wenn wir hier die Straße bauen, können wir die beiden Felder nutzen. Wenn wir hier die Straße bauen, können wir die beiden Felder nutzen. Also es macht nicht wirklich Unterschied, wie wir die Straße bauen. Dann baue ich sie mal so. So, und baue da hinten nochmal einen Holzfäller hin. War hier der Holzfäller? Ne, wo war der Holzfäller? Da war er, ne? Genau. Und hier nochmal einen Holzfäller hin. Neben die beiden Bäume da.
Und dann können wir hier Eisenwerk und Werkzeugschmiede hinbauen. Werkzeugschmiede vielleicht ein bisschen weiter vorne. Und das Eisenwerk hier hinten. Oh, das macht ganz schön viel Verschmutzung, sehe ich gerade. Aber da wohnen ja keine Leute. So langsam wird es wuselig im Dorf. Ja, das stimmt. Das stimmt. Vergiss nicht, den Umwandler zu benutzen, um Werkzeug herzustellen. Ja, machen wir. Machen wir. Stimmt, wir brauchen hier ja auch wieder Werkzeug. 4 Stück. Ja, die haben schon hier schon einen ganz schön großen Radius, ne? Also der geht noch, 2 Felder. Aber der hat gleich 3 Felder Radius, indem er Verschmutzung macht, dieses Eisenwerk. Muss man aufpassen, dass wir hier nichts hinbauen, was irgendwie, ja, beliebt ist, also Häuser. Oh, 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 ihr seht auch, hier haben wir ja Häuser und der macht auch Verschmutzung hier, das Holzkraftwerk. Naja, so optimal platziert war das jetzt nicht, aber wir wussten es ja auch noch nicht, dass das hier ein Kraftwerk ist. Woher hätten wir es wissen sollen? So, der braucht natürlich jetzt Eisen und Holz. Haben wir noch nicht, weil wir das noch nicht fertig haben. Der wartet nämlich noch auf Holz. Ui, und jetzt kommen wir noch ein paar Werkzeuge. Schon ganz schön krass, diese Animation hier. Da denkt man immer gleich, das ganze Dorf explodiert. So, das hier ist die Eisenmine. Das hier ist der Steinbruch. Der holt sich das aus diesen Häusern hier raus. Hier hat, die haben auch eine gewisse Kapazität, 449, und der hier 500. Auch gut zu wissen. Ja, jetzt spielen wir so ungefähr eine halbe Stunde. Und, ja, also ich weiß nicht, wie viel, welchen Bereich wir jetzt schon, warum kommt hier Musik raus? Wie viel wir von dem Spiel schon gesehen haben. Aber es könnte schon ganz schön komplex werden. Für so ein kleines Dorf ist hier eine Menge los. Schauen wir uns an, was dir alles zur Verwaltung deiner Siedlung und Bürger zur Verfügung steht. Klicke auf die Insel-Detail-Schaltfläche. Das ist die große grüne mit dem Namen der Insel drauf. Ah ja. Ui, oh, puff. Halleluja. In diesem Bereich findest du eine Menge Informationen. Ja, das kann man wohl so sagen. Die du nach Bedarf erkunden kannst. Sie sind unter den Reitern Ressourcen, Bürger und Gebäude angeordnet. Schau dir erst einmal die Details zu den Bürgern an. Zu den Bürgern. Ich sag immer Burger, ihr merkt schon, ne? Beim Mittagessen war nicht so ausführlich. So, die Bürger. Schauen wir uns die Bürger an. Wenn man den Tech-Tree sieht, kommt da bestimmt noch einiges. Ja, denke ich auch. Hier siehst du alle Bürger, die auf deiner Insel leben. Sowie die Dinge, die sie tun und ein Diagramm, das zeigt, wie zufrieden sie sind. Klick auf das Diagramm, wenn du es vergrößern möchtest. Aha. Es gibt aber noch viele andere zu sehen. Also schließe die Inseldetails mit der Schaltfläche schließen oder indem du außerhalb des Fensters klickst. Ja, jetzt will ich ein bisschen gucken erst. Also die Abigail ist untätig und schläft gerade hier, ratziputzi. Untätig, Holzkraftwerk und so weiter. Aha, aha, hier sehen wir, wie viel Bürger wir insgesamt haben. Je mehr wir haben, desto unglücklicher werden die Bürger natürlich, weil sie sich überfüllt fühlen, verstehe. Das sind die Gebäude, die wir haben. Aha. Ja, da sieht man auch, wie viel Wasser die verbrauchen und so. Oh gut, okay, dann machen wir das mal zu. Du kannst dir auch eine Reihe von Einblendungen ansehen, die dir Informationen direkt auf der Planetenoberfläche anzeigen. Klicke auf die Einblendungsschaltflächen unten in der Ecke und wähle eine der Einblendungen aus. Machen wir das mal. Wetter. Ausgezeichnet. Hier gibt es alle möglichen Informationen darüber, wie sich die Verschmutzung über deine Insel ausbreitet, wie zufrieden deine Bürger sind, wie die Ressourcen fließen und vieles mehr. Es gibt Tooltips auf allen Schaltflächen, die dir mehr Informationen darüber geben, was dir angezeigt wird. Schließe jetzt die Einblendungsmenüs, um zur normalen Ansicht zurückzukehren. Ja, ich möchte ein bisschen gucken. Darf ich nicht ein bisschen gucken hier? Aha. Ja, da kann man auch die verschiedenen Sachen anzeigen. Zum Beispiel nur Ressourcenzeugs und so. Dann haben wir hier die Verschmutzung. Oh, hier schwere Verschmutzung. Aha, gut. Man sieht jetzt nicht, dass der Wald die Verschmutzung hier geringer macht. Ne? Das schaut weiterhin sehr verschmutzt aus. Genauso hier sehe ich keinen Unterschied. Das ist die Zufriedenheit. Dann haben wir hier, wie die Häuser belegt sind. Voll belegt und so weiter. Das ist das Lager, glaube ich. Nee, das ist das Lager. Was ist das dann? Effizient, ineffizient Lagerkapazität. Das sind irgendwelche Laufwege oder so. Ah, das sind Laufwege tatsächlich, ja. Interessant, okay. Und das hier ist irgendwie abreißen oder sowas. Ja, ich schließe die Einblendungen ja schon. Mein Gott, das ist ja ein ganz schöner,
ganz schön diktatorisches Spiel hier. Zu guter Letzt erhältst du in der oberen Leiste detaillierte Informationen über die einzelnen Ressourcen und deren Verteilung. Lass uns einen Blick auf eine davon werfen, vielleicht auf deine Werkzeuge. Klicke auf die Produktionsressourcen, Schaltfläche und dann auf die Schaltfläche Werkzeuge. Okay, Produktion, Werkzeuge. Hier wird uns eine ganze Menge angezeigt. Es gibt eine Linie, die anzeigt, welche Menge der Ressourcen du auf der Insel zur Verfügung hast, sowie das Maximum, das du davon lagern kannst. 68 scheint das Maximum zu sein. Eine Linie, die anzeigt, welche Menge der Ressource für die Verwendung, zum Beispiel für den Bau oder die Produktion einer anderen Ressource, vorgesehen ist. Aktionen, die du ausführen kannst. Du kannst die Einblendungen Ressourcenströme und Ressourcenlagerung für diese Ressource einschalten. Wenn du eines der Liniendiagramme anklickst, springst du mit jedem Klick zu einem Gebäude auf der Insel, das diesen Abschnitt beschreibt. Der kleine Schieberegler unter der Linie verfügbar erlaubt es dir, eine Menge festzulegen, die für Transport- und Bautätigkeiten reserviert ist. Das ist sehr nützlich, wenn du eine bestimmte Menge einer Ressource, die deine Bürger ständig verbrauchen, auf eine andere Insel verschiffen oder für den Bau von Gebäuden aufbewahren willst. Probiere sie aus und schließe dann die Anzeige, indem du die Schaltfläche in der oberen Leiste klickst, die sie geöffnet hat. Ja, es ist ja schon eine Verbesserung. Wir dürfen es ausprobieren, bevor wir es schließen müssen. So, ich sehe hier keinen Schieberegler. Hier ist der Schieberegler. Verstehe. Okay, cool. Öffne das Fenster mit den Detailinformationen. Oh, wow. Okay, ich bin überfordert. So, hier ist das Werkzeug. Können wir da zurück aufs Werkzeug? Nee, jetzt haben wir es zugemacht. Okay. Aktiviert die Lagerblendungen, blendet den Ressourcenstrom für Werkzeug ein. Aha, das ist der Ressourcenstrom für Werkzeug. Ja, hier wird produziert und dann wird es hier rübergebracht zum Lagerhaus. Ja, das macht Sinn. So, da können wir es jetzt wieder schließen. Ja, schließe die Ressourcenanzeige. So. Deine Bürger werden unzufrieden. Sie arbeiten hart und haben mit der Verschmutzung durch einige Gebäude zu kämpfen. Unzufriedene Bürger laufen und arbeiten langsamer. Es lohnt sich also, sie bei Laune zu halten. Du siehst die Zufriedenheit deiner Bürger unter Details am Fenster von eben. Du kannst auch einzelne Bürger durch Klicken auswählen und dir das kleine Zufriedenheitsdiagramm unten auf der Karte ansehen. Kleines Zufriedenheitsdiagramm unten auf der Karte. Sehe ich jetzt gerade nicht. Meinen die das hier? Wähle einen Bürger und öffne sein Zufriedenheitsdiagramm. Ja, warum laufen denn die so schnell? Wie soll man sich dann da... Okay, Fernando. Das ist sein Zufriedenheitsdiagramm. Okay. Ja, er ist immer maximal zufrieden. Das ist doch super. Fernando ist ein sehr genügsamer Typ. Um deine Bürger zufriedenzustellen, kannst du ihnen zum Beispiel bessere Nahrung und Getränke geben. Lass uns Gemüse pflanzen und Tee anbauen. Später kannst du auch Obstplantagen anlegen, aber sie brauchen ein anderes Klima, als es auf dieser Insel herrscht. Ja, da kommt ein bisschen ein Anno-Feeling rüber, ne? Erforsche den Gartenbau. Wir erforschen den Gartenbau. 20 Forschungspunkte, super. Es sind aber wirklich viele Menüs und Statistiken. Ja, definitiv. Hier kommt schon wieder Musik raus. Was soll das denn heißen? Dass die da gerade Spaß haben, oder wie? Es wird hier leider nicht gezeigt, was die machen. Ja, wahrscheinlich heißt das, dass sie sich entspannen oder so. So, Gartenbau wird erforscht. Dann sollen wir 2 Gemüsefelder und 2 Teefelder bauen. So, wo sollen wir das hinbauen? Hier ist der Brunnen. Ich würde sagen, eigentlich hier wäre ganz gut. Ich würde halt gerne diesen Wald hier weg haben. Können wir den abbauen? Können wir abbauen, ne? Bauen wir mal den Wald weg. Sehr gut. Und dann können wir nämlich hier eine Straße bauen. Dann haben wir hier oben 2 Felder und hier unten 2 Felder. Ist doch gar nicht schlecht. So, der Wald ist weg. Holt sich hier auch Holz offensichtlich. Ich weiß nicht, wie viel Umkreis der hat. Also ob der nur die. Also offensichtlich sind nicht nur die direkt nebenan liegenden, weil hier wird auch geholt. Hier wird auch geerntet. Und wie geht's dem? Wunderbar. Kann ich da rüberfahren? Ja. Das ist angenehm. So, wir haben gleich erforscht, der Weg ist auch da, der Wald ist weg, wunderbar. Das ist doch super. Können wir schon mal auf diesen Reiter gehen. Sollten jetzt statt den
neben den Kartoffeln sollte jetzt auch gleich Gemüse und Tee auftauchen wahrscheinlich. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja. So, was ist denn das hier? Das ist Obst, das haben wir noch nicht. Das ist das Gemüsefeld. Bauen wir mal da hin. Und dann sollen wir noch Tee anbauen. Bauen wir mal da hin. Ja. Theoretisch könnten wir da noch irgendwo einen Brunnen hinbauen, aber hier ist ja schon ein Brunnen. Aber der hilft wahrscheinlich nicht beim Bonus, ne? Ja, hier kriegen wir keine Boni. Doch, hier kriegen wir Boni, durch das Haus, das daneben steht. Und hier, weil da noch ein anderes Feld daneben ist wahrscheinlich. Die Zufriedenheit der Bürger kann auf ihre Umgebung beeinflusst werden. Größere Gebäude verbreiten Düsternis um sich herum, die Bürger in ihrer Nähe unzufrieden macht. Dagegen erhalten Bürger in der Nähe von unverschmutzten Freiflächen oder Wäldern einen Wildnisbonus auf ihre Zufriedenheit. Aha. Endlich, du hast alles, was du brauchst, um das alte Schiff zu reparieren. Dann machen wir das doch mal. Repariere das zerstörte Schiff. Wir brauchen 28 Bretter, 28 Werkzeuge, 10 Stein, 30 Nahrung, 30 Getränke und 10 Strom. Wir haben Gemüse und Tee gerade produziert. Dann reparieren wir doch mal das Schiff hier. Komm, reparieren. Geht nicht. Nicht neben einer Straße. Ja, wir brauchen noch eine Straße. Ich verstehe. So, jetzt hast du eine Straße. Jetzt bitte reparieren. Tja, ich bin gespannt, wie lange das Tutorial noch geht. Wir spielen jetzt ungefähr 40 Minuten. So, da bringt sie jetzt fleißig alles hin. Machen wir kurz schneller. So, die Ressourcen sind offensichtlich da. Das ist immer das Grüne. Und das Blaue ist dann die Arbeit, die reingesteckt wird. Da steht auch jemand. Aber ich glaube, das Blaue war jetzt die Energie, die reingesteckt wurde. Jetzt kommt mit Gelb kommt die Arbeit offensichtlich. Na, das ist nicht immer überall gleich. Na gut. Puh, das dauert. Wir haben 31 Werkzeuge, also brauchen wir das hier nicht mehr aktivieren. Was soll dieses Zeichen bitte schon heißen? Nicht genug Arbeiter. Wir brauchen mehr Arbeiter, Leute. Okay. Wisst ihr was? Dann bauen wir doch hier hinten, neben die Teeplantage, nochmal ein Häuschen. Weil das bringt ja auch dem Tee wiederum was. Das ist doch eigentlich super. Was fehlt dem auch Arbeiter? Hier arbeitet niemand. Ja gut, aber das brauchen wir auch gerade nicht. So haben wir es jetzt. Mit dem Schiff. Jetzt haben wir es. Oder? Haben wir es? Ja, ich dachte, wir hätten es jetzt. Ach nee, die haben erstmal alle Rohstoffe gesammelt. Es fehlt noch hier Nahrung und ein bisschen Wasser. Habe ich das falsch interpretiert, die Farben? Jetzt. Jetzt können wir reparieren. So. Schiff reparieren. Deine Bürger gehen auf große Fahrt. Und es gibt viel zu erkunden und zu erforschen. Versuch doch mal eine neue Insel zu besiedeln und finde heraus, was es alles zu entdecken gibt. Wähle dein Schiff aus und klicke dann mit der linken Maustaste an den Ort, an den du es bewegen willst. Du kannst sogar in den leeren Raum klicken, um dich dorthin zu bewegen. Wenn du eine Insel gefunden hast, die du besiedeln möchtest, bewege das Schiff dorthin. Klicke auf die Schaltfläche Besiedeln und wähle den Ort aus, in dem du deine neue Siedlung gründen möchtest. Ja, machen wir das doch mal. Rechtsklick oder Linksklick? Rechtsklick. Doch Linksklick? Doch Linksklick, okay. Ja, dann fahren wir doch mal hier ein bisschen rum. Ja, scheint ein großer Ozean zu sein. Jetzt sind wir hier einmal rum. Da ist eine Insel, aber das schaut mir nach dem Nordpol aus oder so. Oder ist das nur einfach unbekanntes Land? Weil es so weiß ist. Ich glaube, das ist der Nordpol, oder? Ha! Schaut mal. Wir sehen die andere Seite des Planeten hier. Also das scheint mir der Nordpol zu sein. Wir umrunden den mal so ein bisschen. Dann wissen wir auch schon mehr. Die Hitze lässt die Luft flimmern. Dein Schiff hat eine neue Insel entdeckt. Ah, hier unten. Okay.
Aber es gibt hier kein saftiges Gras, nur Wüste, soweit das Auge reicht. Frühere Zivilisationen sollen Schätze an solchen Orten vergraben haben, aber du hältst es für unwahrscheinlich, noch etwas davon zu finden. So, das ist erstmal der Nordpol. Fahren wir mal dahin. Hier kannst du fast alles anbauen, aber nur auf den fruchtbaren grünen Kacheln. Wer sich zu weit vom Dorf entfernt, ist bald erschöpft, denn es ist heiß da draußen. Deine Bürger werden geeignete Kleidung brauchen, um sich zu schützen. Aha, okay, auf den grünen Kacheln kann man bauen, auf den roten nicht. Schauen wir mal, ob wir noch was anderes finden. Aha, hier ist Wald. Auch nicht schlecht. Also diese Glocke von dem Schiff, die nervt auf Dauer ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder euch auch. Ich glaube, das ist nur die einzige Insel, ne? Aber recht viel mehr gibt es da wahrscheinlich nicht. Wir fahren trotzdem mal hier weiter. Und gucken, ob wir auf der anderen Seite des Planeten noch was finden. Jetzt sind wir auf der sonnenabgewandten Seite, deswegen ist es ein bisschen dunkel hier. Ach, wir können ja auch ins... Oh, hier sind irgendwelche Ruinen. Interessant. So, jetzt kommen wir gleich auf der anderen Seite wieder an. Und haben den Planeten einmal umrundet. So, jetzt sind wir wieder auf unserer Insel hier. Ja, spannend irgendwie. Ich finde, das ist ein cooler Blick hier, ne? Wenn man den Planeten so ausgehöhlt sieht irgendwie. Wo ist die Musik, wo man sie mal braucht? Ja, das frage ich mich auch. Okay, also hier ist offensichtlich wirklich nichts. Wir haben nur diese eine fremde Insel da drüben. Und hier ist der Südpol. Ja, macht Sinn. Wir sind jetzt genau auf der anderen Seite vom Nordpol. Die Unerschrockene heißt es. Ja, Schiff. Auch nicht schlecht. Also hier scheint der Südpol zu sein. Interessant. Na gut. Dann werden wir wohl auf dieser... Ist das die hier? Nee, das ist die Insel, wo wir schon sind. Okay. Dann müssen wir wohl... Ich gehe mal hier hin und fliege... Dann schwimmen wir hier nochmal so querfeld ein durch. Schauen, ob da noch was irgendwas Bestimmtes zu finden ist. Aha, hier ist nochmal eine Insel. Wir haben Öl entdeckt, das von uralten Zivilisationen zurückgelassen wurde. Du kannst eine neue Ressource daraus gewinnen. Interessant. Das ist Öl hier, ne? Und wir haben uralte Technik entdeckt. Eins hat sie den ganzen Planeten miteinander verbunden. Sammle mit deinen Entdeckern ein, um neue Geheimnisse uralter Zivilisation zu entschlüsseln. Ist das auch wieder... Nee, schaut mal. Das ist jetzt rot. Das ist nicht dasselbe. Das ist rot. Wo ist denn unser Schiff? Hier. Okay, ich finde diese Insel ist irgendwie spannender als die wir vorher entdeckt haben. Ich werde die mal komplett umrunden und wir sehen, wie weit die... Also, damit wir alles erkundet haben. Und sehen, wo welche... wie es weitergeht. Da ist ein See. Auch interessant, dass es sowas gibt. So, dann haben wir eigentlich alles umrundet. Dann fährt vielleicht mal hierher. Ah, hier ist noch ein Loch. Fahren wir da erstmal rein. Ich weiß nicht, kann ich die Musik hier irgendwie triggern? Ich glaube nicht. Nö. Aha, hier kann man relativ weit reinfahren. Interessant. So, dann fahren wir hier noch hin, um zu schauen, was da ist. Aha, hier haben wir noch ein Loch. Ja, das Problem ist nur, dass hier relativ viel Wüste ist, ne? Dort ist das Öl. Ha. Ja, wo soll man denn hier unser... Hier ist auch irgendwie Wüste. Wo sollen wir hier unsere Siedlung bauen? Das ist auch nicht so einfach. Naja, hier vielleicht, ne? Aber da gibt es kein Holz. Wir probieren es trotzdem mal, weil hier ist dieses rote Ding. Das möchte ich ganz gerne mal erkunden. So, besiedeln. Besiedeln? Ja, hier hin. Können wir das nicht drehen? Weiß nicht, Pfeiltasten vielleicht? Nö. Q und E dreht das hier. Das bringt uns also auch nicht weiter. Ich hätte ganz gerne... Warte mal, ich halte mal mit der Maustaste gedrückt und drehe dann. Nö, geht auch nicht. Okay, dann bauen wir es so. So, das Schiff ist verschwunden. Stattdessen haben wir jetzt hier so einen Hafen. Handelsreisen, wir haben es geschafft. Denn die Bürger haben eine neue Insel besiedelt. Das Leben hier ist schwierig. Deshalb sind wir auf die Unterstützung der ersten Insel angewiesen. Wir müssen einen Weg finden, Ressourcen zwischen den Inseln zu transportieren. 14.54 Uhr, okay. 10 Minuten spielen wir noch ungefähr. Dann switchen wir rüber nach... Jetzt kommt die Musik wieder.
Nach Stellaris. Hier ist ein Loch im Planeten. Also nicht wirklich, das ist alles Gebiet, das wir nicht erkundet haben. So, und hier ist unsere Hauptinsel. Gründe ein neues Dorf. Haben wir das noch nicht gemacht? Ich dachte, das hätten wir schon gemacht. Ist das noch nicht das neue Dorf? Verbessern. Gebäude verbessern. Das ist ein Hafen offensichtlich, ne? Hier werden Ressourcen auf Schiffe verladen. Genau, hier steht es auch. Hafen 1. Gründe ein neues Dorf. Wie können wir denn ein Dorf gründen? Wahrscheinlich indem wir ein Haus bauen. Denke ich mal. Also hier müssen wir nicht unbedingt Holz abbauen, würde ich sagen. Deswegen, komm. Machen wir das Holz hier mal weg. Das kann man mal alles einsammeln hier. Und dann denke ich mal, werden wir die Straße hier so weiterführen. Um möglichst wenig von dem Grünen zu verschwenden, weil wir ja nur auf dem Grünen bauen können, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, wir können nur auf dem Grünen bauen. Dann bauen wir hier und hier mal ein Haus hin. So. Genau. Jo, dann geht's hier weiter. Genau. Und dann könnten wir hier nämlich... Ja, ist die Frage, ne? Wie kommen wir dann an diese Felder hier oben hin? Das ist auch blöd. Hier so hinten rum, ja, das würde gehen. Das würde gehen, dann würde dieses Feld aber frei bleiben. Nee, wisst ihr was? Ich baue nochmal hier eine Straße hin. So, dann haben wir diese ganzen Felder hier mit dabei. Und dann bauen wir eine Entdeckerhütte hier mal hin. Und die kann sich dieses rote Zeug hier holen. Dann haben wir nämlich rote Punkte. Bau eine Entdeckerhütte, genau, haben wir gemacht. Und wir sollen eine Bibliothek bauen, die bauen wir auch noch. Bauen wir mal gleich daneben. Genau. Und dann sollen wir Transport auf der neuen Insel erforschen. Das machen wir. Ja, hier ist irgendwie mitten im Meer so eine Ruine. Das schaut schon irgendwie sehr komisch aus. Ist krass, aber ist irgendwie auch komisch. Irgendwie auch gruselig. Hier haben wir einen riesengroßen Bereich des Planeten, den wir noch nicht entdeckt haben. Naja. Die brauchen Material, ne? Haben wir das überhaupt? Ja, wir haben genug mitgebracht, Gott sei Dank. Das ist okay. So, was ist hier los? Die erholen sich. Ja, die müssen hier immer durch die Hitze laufen, ne? Das ist nicht so gut, aber... Bürger holt sich vor Erschöpfung. Sorge für bessere Kleidung, dieses Problem zu lösen. Joa, die Bibliothek steht ja schon, wunderbar. Die Entdeckerhütte steht auch. Oh, da ist ein Tier. Da sind Tiere. Das sind Pferde? Nee, das sind Hunde, oder? Ich würde sagen, das sollen Hunde sein. Oder so Kojoten oder sowas. Okay, cool. Ja, und hier ist noch oben auch noch so Zeugs. Können wir hier auch eine Brücke drüber bauen? Das wäre auch nochmal interessant zu wissen. So, die Entdeckerhütte, die sammelt jetzt rote Forschung ein. Genauso wie ich das vermutet habe. Verschiedene farbige Forschung hat einen verschiedenen farbigen Forschungsbaum. Oder? Nee, hat sie nicht. Rote Forschung bringt auch Transport. Ach ja, hier braucht man grüne und rote Forschung. Also dieser Forschungsbaum hier ist für alle Farben. Hier gibt es Brücken, die braucht grüne Forschung. Schule braucht grüne Forschung. Verstehe. Verschmutzungsreiniger braucht rote Forschung. Wir brauchen 20 rote Forschung. Wie viel gibt es hier insgesamt? Hier gibt es insgesamt 60. Ich würde sagen, wir erforschen nochmal den Transport auf die neue Insel und wir etablieren eine Verbindung zwischen den beiden Inseln. Sollte das Tutorial da noch nicht vorbei sein, werden wir dann trotzdem erstmal für heute Schluss machen mit Before We Leave und rübergehen nach Stellaris. Haben wir schon 20? 16. 18? 19? 20! Sehr gut! Transport! Forschung!
Jetzt kommt die Musik wieder. Bam, 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 bam. Ganz zart und sacht kommt die Musik. So, die Hälfte haben wir schon. Ja, die müssen immer wieder durch diese Hitze laufen. Deswegen ist das nicht so optimal hier. Mit der Forschung. Weil die immer wieder Pausen brauchen. Wir haben auch nur... Ne, wir haben zwei Gebäude. Ne? Wir könnten noch ein Gebäude bauen. Hier hin. So. Okay, jetzt haben wir es gleich. Um den Transport in Gang zu bringen, musst du zu deiner ersten Insel zurückkehren und dort einen Hafen und eine Werft errichten. Dann kannst du ein Handelsschiff bauen, um mit dem Transport von Ressourcen zu beginnen. Okay, dann gehen wir zur ersten Insel. Jupp. Wo können wir hier den Hafen? Müssen wir den erforschen? Nee. Sollen wir den erforschen? Nee, den haben wir schon, glaube ich, oder? Den haben wir schon. Da schaut man doch nach Hafen aus. Ja, hier. Werft und Hafen. Wir sollen eine Werft bauen. Um Schiffe zu bauen, für den Baubeginn muss die Insel mindestens 20 Bürger mehr haben, als das Schiff an Besatzung erfordert. Wie viel braucht das Schiff denn als Besatzung? Das wissen wir noch nicht. Na gut, dann bauen wir mal hier die Werft hin. Ist auch super. Und den Hafen. Hier werden Ressourcen auf Schiffe verladen. Den können wir auch gleich mal daneben bauen. Ist doch schön, eine Werft und ein Hafen nebeneinander. Und da wir hier unglaublich viel Material schon gesammelt haben, wird das auch sehr schnell gebaut werden. Jetzt kommt es darauf an, wir sollen ein Handelsschiff bauen. Wie viel Besatzung dieses Handelsschiff hat? Weil wir brauchen ja 20 mehr Bevölkerung, als wir für die Besetzung des Handelsschiffs brauchen. Ein Erkundungsschiff braucht eine Besatzung. Ein Kolonieschiff braucht 5 und ziemlich viel Material. Das ist das, was wir gerade eben gebaut haben, glaube ich. Ein Handelsschiff braucht 2. Ja, da wir 29 haben, sollte das passen. Verbessern? Nein, wir wollten das hier bauen. Ja, gut. Sie brauchen 10 Holz, 10 Werkzeug und ein bisschen Strom. Ja, das sollte doch gleich passieren. So, das Blaue heißt jetzt offensichtlich, dass er den Strom irgendwie sich herholt. So, und jetzt bauen sie das Schiff. Okay. Da ist das Schiff. Es gibt zwei Möglichkeiten, um Ressourcen zwischen Inseln zu bewegen. Manuell oder über Transportrouten. Versuchen wir mal, Kartoffeln manuell zu transportieren. Ja, machen wir das mal. Zuerst wählst du dein neu gebautes Handelsschiff und bewegst es zum Hafen auf deiner ersten Insel. Okay. Ja. Wähle nun dein Handelsschiff aus. Im Fenster Hafenressourcen siehst du eine Auswahl verschiedener Ressourcen. Wähle zuerst die Kartoffeln-Schaltfläche, ziehe dann den Regler auf 20 und klicke zum Abschluss auf Transferieren. Also Kartoffeln, 20, Transferieren. Warte jetzt ab, bis deine Bürger damit fertig sind, das Handelsschiff zu beladen. Der Gesamtwert unter Schiffsfracht zeigt an, wie viel dein Schiff geladen hat. Naja, von mir aus. Gesamtwert, pass mal auf. Das ist unser Schiff, die Cousteau. Und hier steht 0 von 30 und 0 von 20. Also es dauert jetzt ein bisschen, bis wir Kartoffeln hier lagern können. Okay, die ersten Kartoffeln kamen an, 16 Stück. Ich weiß gar nicht, wie viele Kartoffeln die hier überhaupt auf Lager haben, auf der Insel. Hier wird Gemüse angebaut, hier wird Tee angebaut. Kannst du das Schiff ohne Glocke bauen? Ja. Gute Idee. Würde ich sehr gerne, ja, aber ich glaube, das geht nicht. Aber ich glaube, das ist kein Kolonieschiff, sondern es ist ein Handelsschiff. Vielleicht macht das andere Geräusche, keine Ahnung. Wähle dein Handelsschiff erneut aus und bewege es zum Hafen auf der neuen Insel. Ja, dann machen wir das mal und dann gehen wir zur zweiten Insel. Geht das so? Und dann Linksklick war das, ne? Okay. Dann sollte das aber jetzt hier hin schwimmen eigentlich. Okay, die Cousteau fährt zum Zielpunkt. Na gut. Bin ich ja mal gespannt. Sehen wir sie schon? Da kommt sie schon, okay. Da hat sie jetzt nochmal ein Gebiet erkundet gleichzeitig. So, wähle dein Schiff erneut aus und klicke die Ressourcen auf deinem Schiff an. Die 20 Einheiten Kartoffeln, wähle die Menge aus und klicke erneut auf die Schaltfläche Transferieren.
Sieh dann im Hafengebäude nach, wie deine Bürger 20 Einheiten Kartoffeln dort einlagern. Ja, das ist ja nicht so aufregend. 10, warum denn 10? Nee. Wir wollen es andersrum machen. Kartoffeln, 20, transferieren. Eine Transportroute einzurichten ist aufwendiger. Deine neue Siedlung braucht Werkzeuge, um sich zu entwickeln. Wir sollten daher eine dauerhafte Versorgung einrichten. Klicke auf die Schaltfläche Transportieren, die links erschienen ist. Kartoffeln sind die Standardressource beim Transport. Ändere diese zu Werkzeugen, indem du auf Schaltfläche rechts vom Transport verwalten klickst. Hier, ja. Werkzeuge. Und nun erstellen wir eine Transportroute. Wähle den Kreis aus und ziehe eine Route von deinem ersten Hafen zum zweiten. Der Kreis. Hier, ne? Oder diesen Kreis. Hallo? Sollte ich nicht den Kreis auswählen? Da stand doch gerade, ich soll den Kreis auswählen. Oder muss ich es einfach gedrückt halten? Jetzt ist es, glaube ich, weg. Ja, ich muss es gedrückt halten. Okay. Halt. Also nochmal. So, oder? Jetzt sind deine Häfen verbunden. Klicke nun auf die Schaltfläche mit dem Ausrufezeichen, um deine Ladeliste zu öffnen. Super, du kannst dieses Menü auch öffnen, indem du im Transportmodus auf die große grüne Schaltfläche oben klickst. Hier kannst du viele verschiedene Dinge tun, aber für den Moment wollen wir nur unsere Transportroute ein Schiff zuweisen. Klicke auf die Verwaltung, auf die Schaltfläche Verwalten. Die Cousteau natürlich, ja. Klar. Also, die Cousteau wollen wir auswählen. Das war's auch schon. Das Handelsschiff beginnt nun, Werkzeuge zu deiner neuen Siedlung zu bringen. Können wir nicht sagen, wie viele. Zum Verlassen des Transportmodus schließe dieses Fenster. Okay. Ich hätte noch gerne gesagt, wie viele. Na gut. Der neue Insel hat nur 5 Siedler. Das reicht vorne und hinten nicht. Du kannst deine Bevölkerung vergrößern, indem du eine Schule errichtest und dann einige leere Hütten baust. Du musst aber zu deiner ursprünglichen Insel zurückkehren, um die Schule zu erforschen. Wenn du das noch nicht getan hast, denn dort wird grüne Forschung betrieben. Aha. Also die Inseln haben also offensichtlich verschiedene Forschungen. Hier haben wir grüne Forschung und hier haben wir hier haben wir rote Forschung. Okay. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir haben es jetzt schon 10 nach 3. Wir haben unsere zweite Insel. Wir haben eine Transportflotte hier etabliert. Cousteau fährt vom Hafen 1 auf Insel 2 zu Hafen 1 auf Insel 1. Ja, und sie transportieren. Hier kann ich den Namen ändern. Transportroute ansehen. Ja, ich wollte ganz gerne wissen, wie viel Werkzeuge transportiert werden. Hier steht's. Nur genügend Werkzeuge mitnehmen, um auf der Zielinsel eine Menge von 20 beizubehalten. Aha, hier stelle ich das also offensichtlich ein. Genau. Reservierte Menge, Zielmenge. Okay. Gut. So, ja, wie gesagt, dann gehe ich jetzt erstmal hier in den Quatschmodus. Ja, das war unsere erste Runde, bevor wir lief. Wir sind immer noch im Tutorial. Ich weiß, habe keine Ahnung, wie lange das Tutorial noch geht. Wir werden aber jetzt zu Stellaris wechseln. Das mache ich auch ganz direkt mal hier, indem ich das ausschalte und das einschalte. So. Damit ist es aber natürlich noch nicht getan. Ich muss noch ein bisschen mehr Umbauarbeiten machen. Und zwar das eine Spiel schließen, das andere Spiel öffnen. Ihr wisst Bescheid. Deswegen mache ich eine kurze Umbaupause. Und gleich bin ich wieder zurück mit Stellaris Nemesis. Wem Before We Leave gefallen hat, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob das Spiel cool ist oder nicht. Es ist schon entspannend und so, aber mich hat es noch nicht so gekickt. Wir werden aber trotzdem auf jeden Fall weiterspielen am nächsten Sonntag, in der nächsten Spaßstunde. Jetzt schließen wir Before We Leave aber und kommen zu Stellaris. Nach einer kurzen Umbaupause werden wir unser Reich der fliegenden Tintenfische erweitern. Ihr wisst ja, wir haben zwei feindliche Spezies getroffen und eine Spezies, die uns aus irgendwelchen Gründen freundlich gesonnen ist und unterstützt. Und wir haben einige Gaia-Welten zu kolonisieren. Also es wird spannend. Bleibt dabei. Gleich nach der kurzen Umbaupause machen wir weiter mit Stellaris und zwar dem DLC Nemesis. Bis gleich.